Hallo Leute, ich bin's wieder. Und jetzt haben wir den letzten Teil von Der Boss für euch. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Ende. Ich bin gespannt, wie es aufhört. 5 Minuten vor der zweiten geplatzten Hochzeit und 10 Minuten vor dem künstlerischen Durchbruch von Bernd Banane. Ich sitze mit Jupp und Ralf Süffels in einer tristen Sat.1-Frühstücksfernsehgarderobe. Ich bin mit dem Zug nach Berlin gefahren, um dort Bernd Banane zu unterstützen. Als ich Ralf Süffels diesen schrecklichen Karnevalsanzug anzieht, beweist Jupp Süffels, dass er die moderne Motivationspsychologie meisterhaft beherrscht. Ralf, das ist deine große Chance, verstehst du? Wenn du das hier versaust, dann wartet das mit deiner Karriere. Ralf nickt unsicher. Die Tür öffnet sich und eine unterkühlte "Ich bin was Besseres, denn ich arbeite beim Fernsehen" Blondine mit Headset steckt kurz ihren Kopf ins Zimmer. Herr Banane, jetzt läuft gerade der Bericht über die Laktoseintoleranz bei Nagetieren. Danach ist dann Ihr Auftritt, ja? Ich hole Sie dann in 3 Minuten ab. Ich gehe zu Ralf und lege ihm die Hände auf die Schultern und nicke ihm lächelnd zu. Ralf, das Lied ist großartig und dein Auftritt wird dich ganz nach oben. Plötzlich und ohne Vorwarnung schießen mir die Tränen ins Gesicht. Ganz nach oben in die Liste der lächerlichsten Menschen Deutschlands katapultieren. Oh nein, bitte nicht, Daniel. Wahrscheinlich schaffen wir es, dich berühmt zu machen, aber was ist der Preis? Ich meine, das ist der schlechteste Hip-Hop-Song aller Zeiten. Den sollte niemand singen müssen und niemand sollte Bernd Banane heißen. Herr Hagenberger, hören Sie auf. Darauf, der muss sich konzentrifizieren. Die Tür öffnet sich und die Headset-Tusse erscheint. Es ist soweit. Kommen Sie bitte mit, Herr Banane, ja? Nein, Papa! Der Hagenberger hat recht. Ich wollte nie auftreten. Nicht im Karneval und schon ja nicht hier. Das war immer nur dein Wunsch. Die Headset-Tusse spricht in ihr Headset. Wir haben ja ein Problem mit dem Künstler. Zieht den Beitrag über den Erfinder der aufziehbaren Hüpfpenisse vor. Jupp Süffels redet auf seinen Sohn ein. Hey, jetzt drauf, lass dich nicht hängen. Du gehst heraus und singst das Lied, verstanden? Nein. Plötzlich kommt mir eine Idee. Herr Süffels, wenn Ihr Sohn nicht will, warum treten Sie dann nicht auf? Jupp Süffels denkt kurz nach und atmet dann tief durch. Ralf, zieh das Kostüm aus, jetzt geht es um eine Familienehre. Ich höre im Geiste schon, wie Rüdiger Kleinmüller mich feuert, doch erstaunlicherweise hat Jupp Süffels etwas, das sein Sohn nicht besitzt. Und das ist Showtalent. 30 Minuten nach dem Karrierestart von Jupp Süffels. Mein Handy vibriert in der Hosentasche und mein Herz macht einen Sprung. Wenn das Eileen ist, dann hat sie im selben Moment an mich gedacht und das würde bedeuten, es ist Rüdiger Kleinmüller. Ja? Du Daniel, wie ist es denn gelaufen mit Bernd Banane? Du pass auf, ich habe einen Job für dich. Es geht um eine Campaign für Ostfriesentee. Klingt ungeheuer spannend. Ich habe keine Zeit, deswegen musst du zu dem Meeting mit dem Producer fahren. Du schenkst einfach mal ein paar Ideen und guckst, was auf welche Scheiße er anspringt, okay? Okay. Perfekt. Du, das ist irgendwo auf dem platten Land, ja? Deswegen habe ich einen Driving Service engagiert, der dich dahin fährt. Kurz darauf sitze ich in einer Mercedes S-Klasse und verlasse Berlin in Richtung Norden. Ehe ich mir weitere Gedanken machen kann, bin ich eingeschlafen. Etwas später werde ich wach. Ich schaue mich um und bin auf der Hamburger Hallig, dem Ort meiner Verlobung. Und dann sehe ich plötzlich 2 Gestalten, einen Mann und eine Frau im weißen Kleid. Das ist Eileen! 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 Ich gehe wie in Trance auf sie zu. Hallo Daniel. Was? Wie? Ich dachte, ich hätte hier eine Besprechung. Tja, da habe ich deinen Chef wohl zu einer kleinen Lüge angestiftet. Daniel, weißt du, für mich ist das ganz normal, das ganze Familienchaos, die ständigen Anrufe, die Hysterie, der Druck. Ich bin damit aufgewachsen und manchmal merke ich das alles gar nicht mehr. Daniel, hör zu. Verzeihst du mir? Jetzt soll ich sie eine Weile zappeln lassen. Ja, natürlich, Eileen. Ich verzeih dir, auf jeden Fall, ich verzeih dir, Eileen. Ich liebe dich.
Ob man bei 0,36 Sekunden schon von einer Weile sprechen kann, weiß ich nicht. Aber ich habe ihr schon in dem Moment verziehen, als ich sie gesehen habe. Für meine Verhältnisse war ich also extrem cool. Wir umarmen uns ganz fest. Daniel, das ist Herr Petersen, der Standesbeamte. Und Herr Petersen, das ist Daniel Hagenberger. Eine Stunde, 5 Minuten nach der Hochzeit. Eileen sitzt mit mir auf der Rückbank des Mercedes. Eileen, diese Hochzeit war genauso, wie ich sie mir immer gewünscht habe. Aber hast du jetzt nicht alles aufgegeben? Ach Daniel, alles, was mir wichtig war, habe ich bekommen. Dich. Aber ich finde, wir sollten trotzdem noch mit der Familie feiern. Eine Hochzeit ist doch nicht komplett, wenn niemand wegen der Sitzordnung beleidigt ist. Aileen strahlt. Dann ist es ja gut, dass ich die Feier noch nicht abgesagt habe. Wir können direkt hinfahren. Ach, Daniel, was James Verlobung betrifft. Ach gut, das Thema hatte ich ja komplett vergessen. Ich habe nachgedacht. Daniel, weißt du, ich bin immer noch verwirrt. Also mir ist klar, dass James Verlobung eine Lüge ist. Aber ich weiß auch, dass viele Familienmitglieder die Wahrheit nicht akzeptieren können. Und wenn mein Bruder sich entscheidet, den einfacheren Weg zu gehen, dann verstehe ich das. Aber du musst das nicht auf unserer Feier verkünden. Das war eine blöde Idee von mir. Ah nein, Aileen, das war keine blöde Idee. Doch. Doch, Aileen, das war eine blöde Idee von dir. Ach Daniel, hast du deinen Gästen eigentlich gesagt, dass du offiziell Moslem bist? Nein, Aileen, das und es geht nicht anders. Ich muss die Wahrheit sagen. Das ist die einzig logische Alternative. Jetzt denkst du wie ein echter Deutscher. Aber das ist okay. Eine Stunde vor der Wahrheit. Der Mercedes hält mitten im Industriegebiet irgendwo in Leverkusen. Onkel Serkans Hochzeitssalon würde von außen auch glatt als Lagerhalle durchgehen. Wir steigen aus und gehen über einen roten Teppich an einem Spalier aus roten Herzen vorbei in den Saal. Sofort brandet Applaus von gut 1200 Gästen auf. Es sind noch ein paar spontan dazugekommen. Während Aileen von mindestens 40 Frauen umschwärmt wird, schiebe ich mich weiter durch die Menge, bis ich meine Eltern erblicke, die mit Dimitar Zilnik, Ingeborg Trutz und meiner Oma Bertha bereits an einem Tisch Platz genommen haben. Oma Bertha wendet sich an mich. Gut, dass du kommst, Daniel. Gleich spricht der Führer. Bertha, der Führer ist seit über 70 Jahren tot. Was, der ist tot? Nein, der hat doch gestern noch eine Fernsehansprache gehalten. Bertha, das war nur im Film, in dem Bruno Ganz den Hitler gespielt hat. Der hat den Führer gespielt? Auweia, wenn das rauskommt, wird der bestimmt erschossen. Dann ist der große Moment gekommen. Jetzt wird es Zeit für die Wahrheit. Ich gehe auf die Bühne und nehme das Mikrofon in die Hand. Hallo zusammen. Also ich, zunächst einmal, alle, die mich nicht kennen, ich bin der Bräutigam. Und ich möchte euch etwas mitteilen. Alle schauen mich erwartungsvoll an. Ich möchte zunächst einmal betonen, wie dankbar ich dafür bin, dass mich die Familie Denisolo und die gesamte Verwandtschaft so herzlich aufgenommen haben. Allerdings gibt es etwas, das mich in den letzten Tagen gequält hat. Und zwar, also, ich habe euch nicht die Wahrheit gesagt. Ich bin kein Moslem und ich bin auch kein Kriegsheld. Eisiges Schweigen. Hunderte Türken starren mich ungläubig an. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Da kommt Cem zur Bühne. Will er seine Hochzeit ankündigen? Ja, ich habe euch auch noch was zu sagen. Eigentlich wollte ich meine Verlobung mit Fatma bekannt geben, aber Daniels Mut hat auch mir Mut gemacht, die Wahrheit zu sagen. Und zwar ist die Wahrheit... Ich bin schwul. Fassungslosigkeit im Saal. Und mein Freund ist Grieche. Frau Denisolu sackt ohnmächtig in sich zusammen. Ich habe keine Ahnung, was sie gleich losbricht. Aber plötzlich fängt irgendwer lauthals an zu lachen. Dann stimmen mehrere mit ein. Schließlich lacht der ganze Saal. Cem kann es nicht fassen. Nein, ehrlich, ich bin schwul und mein Freund ist Grieche. Es wollen geradezu hysterische Lachstürme. Onkel Mustafa stürmt auf die Bühne und reißt das Mikrofon an sich. Ja, und ich wurde entführt von der Außerirdischen. Jetzt ist der Saal nicht mehr zu halten. Ohrenbetäubende Lacher, Pfeifen, Applaus. Und ich beginne zu begreifen. Ein Outing
braucht zwei Seiten. Eine Seite, die sich outet und eine andere, die dafür bereit ist. In diesem Moment drückt einer der Musiker auf sein Keyboard und Tarkans Lied Shikadim ertönt aus den Lautsprechern. In weniger als zwei Sekunden ist eine leere Tanzfläche mit über 900 Leuten gefüllt. Es wird geschnipst und gehüftkreist und auch ich lasse mich von Aileen auf die Tanzfläche ziehen. Plötzlich brechen an einem Tisch wilde Diskussionen los. Offensichtlich hat sich irgendeine Tante neben eine andere Tante gesetzt, die nicht mehr mit ihr spricht. Mehrere Männer geraten aneinander, werden dann von anderen Männern festgehalten, die dann ihrerseits aufeinander losgehen wollen. Aileens Cousine Orchide rennt zur Bühne. Wir müssen schnell in die Uniklinik! Meine Mutter hat da einen Rückfall! Nach einer kurzen Schrecksekunde stürmen gut 400 Hochzeitsgäste unter hysterischem Gezeter zum Ausgang. Ich frage Aileen, Aileen, was meinst du, soll ich bei den Gästen bleiben und du fährst mit ins Krankenhaus oder, ach, entscheide du, du bist der Boss. Tja, also ich weiß, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was in diesem Moment, okay, du kommst mit. Mir wird endgültig klar, dass ich zwar offiziell der Boss bin, dieser Titel aber nie eine Bedeutung hatte, hat oder haben wird. Es hört sich einfach nur gut an. Aber das ist ja auch was Feines. Im Krankenhaus stürzt Aileen besorgt zu ihrer Tante. Aber Tante Emine lächelt milde. Macht euch keine Sorge, Kinder. Setzt euch, mir geht gut. Aber ich kenne unsere Familie. Macht immer so viel Stress. Da habe ich zu Orchide gesagt, Orchide, wenn gibt Probleme auf der Hochzeit, du musst sagen, ich habe Rückfall und alle werden vernünftig. Ich bin fassungslos. Also, hattest du gar keinen Rückfall? Nein. Aber Daniel, meine Kinder haben erzählt, dass du hast gemacht einen Witz auf der Hochzeitsfeier. Hast gesagt, du bist keine Moslem. Ich lächle Tante Emine an. Ich spüre, dass sie mich in ihr Herz geschlossen hat. Als Moslem oder als Daniel? Ach, ist das wirklich wichtig? Sie drückt meine Hand fester. Nein. Vor dem Zimmer hat sich die Familie inzwischen ein wenig beruhigt. Als ich am Ende des Korridors den Chefarzt erblicke, denke ich, dass es nicht schaden kann, wenn auch er die Wahrheit erfährt. Professor Dr. Meyer? Ja, gehören Sie zur Familie? Also was jetzt? Gehöre ich zu diesen Menschen, für die die Wahrheit nicht mehr als eine mögliche Option unter vielen ist? Ich sehe zu Aileen, die mir verliebt zulächelt. Ich sehe Frau Denisolo an, die mich als ihren Sohn bezeichnet, obwohl sie meinetwegen die Schamhaare von Ingeborg Trutz sehen musste. Dann fällt mein Blick auf Herrn Denisolo und Onkel Abdullah, die sich gegenseitig aufmunternd auf den Rücken klopfen. Ich schaue auf Alins Bruder Cem, auf die Cousinen, Cousins, Tanten und Onkel, die aus einem einzigen Grund heute hier sind. Sie sind eine Familie. Vielleicht werde ich sie niemals zu 100% verstehen. Vielleicht werden auch sie nie begreifen, was ich denke und fühle, warum ich eigentlich mit der Stimme von Udo Lindenberg rede und so. Aber ich habe mit diesen Menschen ein seltsames Weihnachtsfest, zwei Hochzeitsabsagen, einen Herzinfarkt, mehrere Nahtoderfahrungen, eine Dimitar Zelnik-Inszenierung, mein Outing als Nicht-Moslem und Nicht-Kriegsheld, Cems Outing als schwuler Liebhaber eines Griechen, eine Prügelei und einen vorgetäuschten Rückfall überstanden. Was kann uns jetzt noch erschüttern? Ich lächle Aileen zu und wende mich wieder an Professor Dr. Meyer. Meine Stimme ist klar und selbstsicher, als ich sage, die Antwort ist ja. Ja, ich gehöre zur Familie.